Hallo und herzlich willkommen zur 28. Lesung eines regulären Beitrags aus meinem Blog rksalp.org. Diesmal, warum der Marktmechanismus zwar antidiskriminierend, aber auch antiregulativ wirkt. Jede persönliche Präferenz, die nicht preisneutral ist, lässt sich am gemeinsamen Markt nur schwer durchsetzen. Dafür braucht man schon eine entsprechende Kaufkraft und/oder hinreichend viele, die diese Präferenz auch verfolgen. Je nachdem, wie man die konkrete Präferenz von jemandem bewertet, kann das vorteilhaft oder nachteilhaft sein. Beim Ausleben einer rassistischen Veranlagung werden wohl die meisten froh sein, wenn dies durch den Preisdruck des Marktes nicht im großen Stil möglich ist. Wenn man Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe in ihren Entfaltungsmöglichkeiten im Markt beeinträchtigt, sinkt damit als Käufer, der darauf Wert legt, der persönliche Marktertrag, da nicht mehr die bestmögliche Produktionsfaktorkombination zum Tragen kam, sondern nur eine bedingte. Wenn man nicht gerade über eine gigantische Kaufkraft verfügt, wird man sich das nicht in unbegrenztem Umfang leisten können. Also in solch einem Fall ist dieser Mechanismus, zumindest nach meinen Moralvorstellungen, mit universellem moralischem Selbstanspruch positiv zu betrachten. Der Marktdruck wirkt also antidiskriminierend. Aber damit kommen dann auch gleich die Probleme. Es sind eben nicht alle Menschen gleich. Manche sind größer, manche kleiner, manche dicker, manche dünner und so weiter. Wenn man dem Rechnung tragen will, steht einem dieser Marktmechanismus schon im Weg. Wenn man kleiner oder größer ist als die Mehrheit und deshalb eine andere Kleidergröße braucht wie die Mehrheit, wird man als Kunde darauf zahlen müssen, da man kein Massenprodukt kaufen kann. Und wenn man Arbeitskleidung braucht, die die Firma kaufen muss, wird man damit relativ teurer für diese Firma. Bei reinem Preisentscheid bekommt man dann weniger Gehalt oder jemand Durchschnittlicheres wird eingestellt. Das heißt dann weniger Einkommen bei höheren Ausgaben für den eigentlich gleichen Bedarf. Das würde ich dann als unfair bezeichnen. Also eine unfaire Gleichbehandlung. Hier müsste man dann aus meinen Moralvorstellungen mit universellem moralischem Selbstanspruch, kurz UMSA, heraus regulativ und oder umverteilend eingreifen, so dass die Firma das gleiche Gehalt zahlen muss, beziehungsweise denjenigen nicht deswegen bei der Beurteilung schlechter stellen darf, dafür aber eine entsprechende Kompensation entweder freiwillig durch Selbstverpflichtungen oder durch Gesetze oder durch Zwang über den Staat erhält. Das gleiche gilt für den größenabhängigen Preis von Kleidung. Auch hier sollte es eine Vorgabe geben, dass zumindest der Endpreis für den Kunden gleich ist bei entsprechender Kompensation. Alternativ könnte man auch die Käufer unterstützen, damit kleinere oder größere nicht mehr zahlen müssen. Also wenn man eine faire Gleichbehandlung haben möchte und nicht einfach nur unfaire Gleichmacherei, wird man diesen Marktmechanismus entsprechend korrigieren müssen. Entweder regulativ oder per Umverteilung, also durch einen Ausgleich. Und man wird auch darauf achten müssen, dass alle Konfektionsgrößen ausreichend vorhanden sind. Also wird man die Wirtschaftstätigkeit auch entsprechend priorisieren müssen. Man muss den Marktprozess für das Erreichen eines als fair anzusehenden Marktergebnisses also hinreichend ausgleichen, priorisieren und regulieren und oder das Marktergebnis selbst hinterher ausgleichen. Hinterher kann man aber eben nur noch ausgleichen. Und diese Werte und fairinteressengebundene Korrektur kann man durchaus durch freiwillige Selbstverpflichtungen zu erreichen suchen, solange das dann fair genug und im Endergebnis hinreichend ist. Ansonsten muss die Verpflichtung per Gesetz oder besser durch Verfassungsansprüche über den Staat erfolgen. Zumindest ich nenne das dann Werte und oder fair interessengebunden nötiger Zwang. Und solche Gesetze und Verfassungsregeln muss man sich aber in Demokratien eben hinreichend einigen bzw. entsprechend wählen, um sich zum Wählen aufstellen lassen. Wenn das nicht in tolerierbarem Umfang gelingt, muss man sich hinterher mit fairer Teilung trennen. So ist das nicht. Also halten wir das Ergebnis nochmal fest. Der Preismechanismus wirkt nur antidiskriminierend, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Werte am besten mit universellem moralischem Selbstanspruch und faire Interessen, die nicht kostenneutral sind, wirkt das entgegen. Deshalb braucht man hinreichende Selbstverpflichtungen der Marktteilnehmer und wenn das im Ergebnis nicht fair genug und oder nicht hinreichend ist, braucht man allgemeine Zwangsverpflichtungen über den Staat. Und wenn man sich da nicht tolerierbar einig wird, bleibt einem, wenn man seinen Werten und oder fairen Interessen tolerierbar treu bleiben will, nur die faire Trennung.
Universell moralisch hat wohl jeder von Geburt an einen Anspruch auf einen fairen gleichen Anteil an allem. Solange der einem nicht fair tolerierbar vorenthalten bleibt, solange der einem nicht fair tolerierbar vorenthalten bleibt, also nicht fair tolerierbar, hat man hinreichend überspitzt formuliert den Krieg erklärt bekommen. Dann muss man einen fairen Frieden anstreben und diesen Krieg mit so wenig Gewalt wie möglich beenden. Man sollte sich dabei aber gut überlegen, ob der aktuelle Zeitpunkt und die Kosten den fairen Nutzen rechtfertigen, wenn denn überhaupt einer erreichbar scheint. Meist ist es besser, das gerade noch Erträgliche zu ertragen und auf samtere Gelegenheiten mit besseren Karten zu warten oder bis sich die Dinge auf anderem Wege hinreichend gebessert haben. Meist. Tschüss.